alles vorbereitet, Pinseln, Farben, Malmittel, Verdünner, Keilrahmen, dann würde ich sagen, wir beginnen zu malen. Wichtig natürlich ist beim Malen nass auf nass, wir müssen unseren Keilrahmen nass machen. Und das ist, wir nehmen uns ein Stück Papier von einer Küchenrolle, das falten wir uns zusammen und dann haben wir unser Malmittel und dann gehen wir einfach her, tauchen mit dem Papier in unser Malmittel, ein bisschen eintauchen und dann streichen wir zart über den Keilrahmen. So, wichtig dabei ist, wenn man seitlich aufs Bild schaut, sieht man sofort, wenn es irgendwo trocken ist und nicht glänzt, dann muss man auch mal drüber gehen. Es soll an und für sich nur einen Glanz bekommen. Zur Kontrolle, ob ich nicht zu wenig oder zu viel Malmittel erwischt habe, flache Hand und über das Bild streichen. Und ist die Hand jetzt fettig, ja, dann ist es zu viel Malmittel. Da muss man ein trockenes Tuch wieder nehmen, also ein Stück Papier, und wieder mit trockenem Papier ein bisschen drüber wischen und die nassen, fetten Stellen einfach wegnehmen. So. Farben haben wir vorbereitet. Wie gesagt, Bartaloblau, Mitternachtschwarz, Siena gebrannt, Van Dijkbraun, Kamesinrot, Saftgrün, Cadmiumgelb, Ocker, Titanweiß. Das sind unsere Farben, die wir heute für das Motiv brauchen. Ich würde sagen, wir beginnen. Kleinen Hintergrund Spezial, 2,5 cm. Ganz, ganz wenig, ja, nur einen Hauch Spitzen ins Malmittel eintauchen, schönes Weiß aufnehmen und dann beginnen wir wirklich schön. Wenn ich Weiß aufnehme, wichtig dabei, bitte nicht mit dem Pinsel in die Farbe immer tupfen, sondern nur auflegen in die Farbe, rausziehen, einmal links, einmal rechts. Ich beginne auf der rechten oberen Ecke mit den kleinen Pinseln, macht lauter kleine X'e, ja, nur X Vorderseite, Rückseite, und so trage ich meine Farbe auf, Vorder-, Rückseite. Nicht sparen mit der Farbe. So. Schön den Pinsel tanzen lassen, fleckig, das heißt, manchmal Stellen, wo mehr Farbe ist, manchmal Stellen, wo weniger Farbe ist, das ist ganz, ganz wichtig. Wieder schön Farbe aufnehmen. Und wieder drauf. Nicht sparen. Nächste Farbe, wieder etwas Malmittel. Nächste Farbe, Cadmium Gelb. Rausziehen, einmal links, einmal rechts. Und gleich anschließend von den schönen Weiß beginne ich da. Schöne X-Bewegungen, Cadmium Gelb. Locker, leicht. Und da einen schönen Punkt. Und noch einmal. Locker. Wir spielen mit den Farben und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Etwas Malmittel. Ocker, wir anschließen vom schönen Gelb und geben mal ein bisschen Ocker aufzutragen. Keine großen Pinselstriche, keine gleichmäßigen, sondern wirklich den Pinsel tanzen lassen. Das ist wirklich so vorderrück, vorderrück, locker, ganz locker, locker, locker. Wann gebe ich Malmittel dazu, wann gebe ich kein Malmittel? Malmittel gebe ich dann dazu, wenn ich das Gefühl habe, die Farbe ist ein bisschen klebrig, sie geht nicht richtig runter. Dann wirklich nur mit den Spitzen ganz, ganz wenig Malmittel dazu, dann geht die Farbe vom Pinsel leichter runter. So, nach den schönen Ocker nehmen wir die nächste Farbe, wieder ganz, ganz wenig Malmittel, ein bisschen Grün. Dann beginne ich da dazwischen ein bisschen grün, und da ein bisschen ganz wild. Das ist ganz, ganz toll, da kann man sich wirklich schön austoben, ja, den Pinsel wirklich tanzen lassen, spielen mit der Farbe.
da ein bisschen grün. Ich achte eigentlich nur darauf, dass ich großteils deckend bin. Ja? Also nicht so wenig Farbe, sondern schon ein bisschen deckt die Farbe. Nächste Farbe, ein ganz, ganz, ganz kleiner Touch. Ja? Also wirklich sehr, sehr wenig. Ja? Also sparsam, bisschen rot. Dann gehen wir da ab und zu ein bisschen rot dazu. Siena gebrannt, das ist das schöne Braun. Wieder aufnehmen, ein bisschen Malmittel aufpassen. Siena gebrannt ist eine dünnere Farbe und da muss man mit Malmittel ein bisschen mehr aufpassen. Und wieder ab und zu Siena gebrannt auftragen. So. Ist da ein bisschen mehr, da vielleicht ein bisschen weniger. Locker, 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 locker. Das ist eigentlich. So, und die letzte Farbe, aber da tun wir wirklich ein bisschen sparen. Ganz wenig Van Dyck Braun. Ganz, ganz, wirklich ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Und ab und zu ein bisschen Van Dyck Braun. Aufpassen, Van Dyck Braun ist eine sehr dunkle Farbe, starke Farbe. Und da ist es gefährlicher, wenn man zu viel erwischt, dass das ganze Bild dann eher dunkel wird, was wir natürlich nicht wollen. So, Pinsel können wir auf die Seite legen. Und jetzt kommen wir zu drei Pinseln, die ich vorher nicht vorgestellt habe. Und zwar, die habe ich aus der Blumenmalerei genommen. Und die brauchen wir für das heutige Motiv und die sind ganz wichtig. Und dazu ist der Magic Flower groß. Ist ein schöner Flachpinsel mit sehr speziellen langen Haaren. Dann haben wir den Magic Flower mittel und den Magic Flower klein. Die brauchen wir, wie gesagt, für das heutige Motiv. So. Wenn ich die Farbe aufgetragen habe, beginne ich jetzt mit dem Magic Flower Groß einfach die Farbe zu verarbeiten, zu vermischen. Ja? Und ich nehme keine Farbe aus und der Pinsel bleibt so wie er ist, sondern ich gehe nur her. Wichtig dabei ist, nehmt den Pinsel bitte weit hinten, Daumenwurzel, da soll das Ende vom Pinsel sein. Und schön locker und leicht und wieder immer wieder kleine X-e, das heißt Vorderseite, Rückseite, Vorderrück, Vorderrück. Nicht so stark aufdrücken, sondern wirklich den Pinsel schön locker bewegen. Vorderrück, Vorderrück. Und dann beginne ich da mit leichten, lockeren Bewegungen die Farben miteinander zu verarbeiten, zu verwischen. Ich gehe vom Weiß ins Gelb, ins Rot, vom Rot ins Grün, wieder zurück ins Weiß, wieder zurück ins Gelb. Und jetzt muss ich, und das dauert ein bisschen, keine Angst vor den Farben, sondern ganz locker und leicht wische ich einmal Vorderseite, Rück, Vorder, Rück, Vorder, Rück. Und so beginne ich mit meinem, so arbeite ich mit meinem Pinsel. Warum den Pinsel so weit hinten halten? Ganz einfach, kurze Erklärung dazu. Es ist einfach wie ein Taktstock. Das ist unser Taktstock und mit dem musizieren wir auf unserem Bild. Und je weiter ich hinten ich halte den Pinsel, umso schöner kann ich dirigieren. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir den Pinsel weit hinten halten. Ich habe noch nie einen Dirigenten gesehen, der seinen Taktstock so hält. Das funktioniert an und für sich nicht leicht, sondern wirklich schön hinten halten. So, und locker arbeiten. Von Weiß ins Dunkel und dunkel zurück ins Weiß. Wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen. So. Hintergrund ist für mich soweit fertig. Dann gehen wir zum Magic Detail Pinsel. Den haben wir da. Ein bisschen Malmittel eintauchen. Und dann nehmen wir uns Siena gebrannt. Etwas Weiß dazu. Machen wir ein bisschen heller. Ein schönes helles Braun. So. Ein bisschen mehr Malmittel. Kann ruhig ein bisschen dünner sein. Stört uns gar nicht. Pinsel immer Daumen, Zeigefinger in die Farbe legen und schön drehen. Drehen, 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 drehen. Und beim Wegziehen spitze ich meinen Pinsel. Und dann überlege ich mir schon im Hintergrund, wo möchte ich ein paar Äste oder ein paar Zweige sehen. Und dann gehe einfach her und ziehe da auf den Oberteil mit dem Hellbraun ein bisschen durch. Ganz locker und leicht. Ein bisschen links. Und da werden wir Ast sehen. Zittern dabei, schön locker, da wieder rauskommen schon. So. Und da gestalten wir ein paar Äste, ein paar Zweige. Wichtig ist auch wieder locker, 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 locker. Das
ist ganz, ganz wichtig. So, ja, zwei GPS-Äste. Manche werden wir sehen, manche werden wir nicht sehen. Dann nehme ich mir den Magic Flower klein von der Blumenmalerei, wenig Malmittel und gehe in die grüne Farbe. Etwas grün, vielleicht sogar ein bisschen weiß dazu, ein helles Grün. Wichtig jetzt noch hell zu arbeiten. So, ein bisschen mehr Malmittel. Und jetzt ist wichtig, mit dem Bindel zu punktieren. Das heißt, aufdrücken und wegziehen. Aufdrücken, wegziehen. Sieht man natürlich momentan noch schlecht, die Wirkung. Hell arbeiten. Punkt, wegziehen, Punkt, wegziehen, Punkt, weg, Punkt, weg, Punkt, weg. Und dann gestalte ich da im Hintergrund nur punktieren. Punkt, Punkt, Punkt. Ein paar Blätter. Punkt, 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 Punkt. Immer schön punktierend. Ein paar Blätter. Punkt und abheben. Punkt und abheben. Punkt und ab. Punkt und ab. So, ein bisschen grün. Nichts Besonderes, sondern wirklich nur Punkt wegziehen. Punkt wegziehen. Punkt wegziehen. Dort, wo ich meine Äste gestaltet habe, Zweige, da gebe ich ein paar Blätter drauf. Nicht allzu viele, aber ein paar. Punkt und weg, 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 Punkt und weg. Wichtig. Locker. So wie die Blätter im Wald sind. So viele und lockere. Ein paar Punkte. So locker arbeiten wir mit unserem Grün. Weiß. Ein paar Blätter drauf. Punkt und weg, Punkt und weg, Punkt und weg. Bisschen durch. So. Bisschen. Es muss nicht alles verdeckt sein, es muss nicht so viele Blätter sein, da kommen noch so viele, sondern wichtig ist nur, so schemenhaft ab und zu, man sieht es noch und vom Kontrast noch natürlich ein bisschen schlechter, das ist ja ganz klar, die sind ja weit weg und den Eindruck müssen sie einfach haben. So. Bisschen. Gutes. Sauberen, kleinen Hintergrund Spezial, 2,5 cm. Und dann nehmen wir uns ein bisschen von Deichbraun. Sena gebrannt, Entschuldigung. Sena gebrannt. Wichtig dabei ist, den Pinsel in die Farbe stellen, knicken, ziehen. Knicken, ziehen. 3-4 Mal in eine Richtung. Nehmen wir mal ein bisschen Sena gebrannt auf und dann sage ich, da im Hintergrund sieht man vielleicht die Büsche schon ein bisschen besser oder das sind ein paar stärkere Büsche. Und dann gestalte ich da im Hintergrund ein paar Büsche mit Sena gebrannt. Da ist auch einer. Wichtig dabei, bitte im Pinsel kerzengerade auf das Bild aufstellen und ganz leicht und locker nach vorn knicken und die Büsche gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich schöne, zarte Punkte zu machen. Dabei nicht mit der Farbe sparen, sondern ruhiger ein bisschen mehr Farbe. Ja, und ganz leicht und locker stehen da hinten ein paar Büsche. Die muss man gar nicht so hundertprozentig stark sehen, aber sie sind schon da. So. Da werden sie ein bisschen loser, da nehme ich keine Farbe dazu. Oder dünner mit der Farbe, leichter. Nur punktieren. Nächste Farbe, die ich mir dazu nehme, ist Van Dijkbraun, das ist gleich daneben, ist das Dunkelbraun und wieder dasselbe. Das heißt, gerade aufstehen, den Pinsel knicken, ziehen, 3-4 Mal eine Richtung ziehen. Und ein Stück unterhalb, da so das hellere Braun, das Sena gebrannt, sollte überbleiben, aber ein Stück drunter, setze ich wieder meinen Pinsel auf und gestalte wirklich dunkle, finster hätte ich beinahe gesagt, also wirklich dunklere Büsche. Zweige, keine. Wichtig dabei ist, dass man mit dem Pinsel nicht rutscht.
Das Problem ist, wenn man hergeht und ein bisschen rutscht, dann ist das alles fast verschoben. Es soll wirklich nur aufsetzen und einen Knick. So, das geht da nach oben. Da ist wieder ein bisschen zarter, ein bisschen feiner, ruhiger. Aber da nach unten ist es wieder ein bisschen kräftiger. Wieder Farbe aufnehmen. Und gestalten an den nächsten. Schöne, dunkle Büsche. Finster. Schon großer. Wenn ich die Büsche gestalte, ist immer so, ich eher so fächerartig gestalten. Nicht irgendwie mit dem Pinsel draufdrücken, sondern als erst die Spitze, dann einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Und so gestalte ich meine Büsche. Linke Seite mittig mache ich dunkel, rechte Seite. Und so gestalte ich die Büsche, die da sind, einmal durch. Da möchte ich es ein bisschen größer haben, da nehmen wir ein bisschen mehr Farbe. Einmal durch. Finster, 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 finster. Einmal. So. Pinselseite. Schlepper. Etwas Malmittel aufnehmen. Van Dyck Braun, die dunkle Farbe. Und zwischen den Büschen, die wir jetzt gemacht haben, wenn wir Van Dyck Braun aufnehmen, wirklich dünn machen die Farbe. Van Dyck Braun. Und dann gehe ich her, zwischen den Büschen ziehe ich einfach wieder ein paar Zweige, Äste, wenn ich stärker aufdrücke, vielleicht sogar ein paar Bäume, ziehe ich da nach oben. So. Wichtig dabei ist, dass die Farbe wirklich dünn ist. So, locker und leicht ein bisschen tanzen lassen, zitternd. Wenn ich stärker aufdrücke, dann kriege ich schöne, dicke Äste. Bin ich zu hart, habe ich kleine, zarte Äste. Das sucht man sich immer aus, einmal stärker, einmal schwächer. Wie gesagt, die sind noch nicht so tragisch, die sind da hinten, das sehen wir noch nicht so ganz genau. Aber da stehen schon ein paar. Schon. So, da steht schon wieder einer. Und wieder und wieder und wieder. Da ziehe ich nur mit dem Pinsel ganz leicht und locker, lasse ich den Pinsel nach oben tanzen. Schon. Zack, zack, ein bisschen. So. Bisschen, bisschen, bisschen. So kleine Linien und dann wieder mal nach oben ziehen und ein paar Äste dazu gestalten. Nehme ich mal wieder meinen kleinen Pinsel, ein bisschen Malmittel dazu, grüne Farbe, machen wir es grün. Oder vielleicht sogar ein bisschen Gelb dazu, ein helles Grün. Und dann setzen wir auf den Bäumen ab und zu wieder schön punktieren. Punkt weg, ziehen, Punkt weg. Ab und zu ein paar Blätter drauf. Schau, nur punktieren, locker und leicht. Gestalten wir da ein paar Blätter drauf. Mehr braucht man gar nicht. Wichtig, Punkt weg, ziehen, Punkt weg, Punkt weg, Punkt weg. So, ein paar Blätter. Dann nehme ich mir einen Fächerpinsel. Einen Fächerpinsel nehme ich mal Van Dyck Braun. Schönes Van Dyck Braun. Rausziehen zu den Van Dyck. Na, gehen wir so. Rausziehen, wackeln, wedeln. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also wirklich schön durchwedeln. Auflegen im Pinsel und runterwedeln in Van Dyck Braun. Und dann machen wir ein paar Bäume, ein paar Äste, die schon ein bisschen näher wieder bei uns sind. Und dann gehen wir einfach her. Und wo beginnen wir? Hälfte bilden. Aufsetzen, zart beginnen, den Stiel nach oben, nach unten ein bisschen stärker aufdrücken. Bis zum Ende vom Dunkel. Und dann eben wieder dunkelbraun aufnehmen und dann steht schon da der nächste. Ein bisschen, also da können wir schon ein bisschen sich austoben. So. Pinsel, Fächerpinsel, ein Stück Papier nehmen. Mit dem Papier das Dunkelbraun rausdrücken. Von hinten nach vorne, Daumen, Zeigefinger, wetsche das raus und wische meinen Pinsel schön ab. Und nehme mir reines Weiß. Ja, schönes Weiß aufnehmen, einmal links, einmal rechts und wieder dasselbe. Schön durchwedeln und auf der
rechten Seite von unseren Bäumen. Ziehe ich jetzt noch einmal mit den Weißen ein bisschen nach. Schau, ich gebe da ein bisschen Licht rein in die Bäume. Dann werden sie einfach runder, stärker, wieder ein bisschen nachmischen. Das ist immer wichtig, dass man gleich, wenn man runterzieht, die weiße Farbe, die harte Kante, ein bisschen wegputzen. Weg, ein bisschen wegmischt. Scriptliner, da ist er. Malmittel, Van Dyck Brown und ab und zu wieder auf die Stämme ein bisschen Äste gestalten, die Krone fertig machen. Wichtig, weil sonst sind die Bäume ja schön abgehackt. Da glaubt man, dass der Wind drüber gegangen ist. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen schon ein bisschen und da ein bisschen. So, Unterseite wieder ab und zu. Gehen wir noch so Schößlinge, sagen wir dazu, ein bisschen. Wieder unseren kleinen Pinsel. Und dann gehen wir schon wieder her. Bisschen Grün, helles Grün, bisschen Malmittel. So, links und rechts Farbe aufnehmen. Und wieder ab und zu ein paar Blätter. Ab und zu auf die Äste, auf die Zweige, die man gestaltet hat. Punktieren wir wieder. Schöne Blindes, schöne Kamesinrot werden wir ein bisschen dazugeben. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kamesinrot ist eine sehr gefährliche Farbe, also sehr grelle Farbe mit dem Rot, dass man nicht zu viel erwischt. Es ist natürlich, viele lieben das Rot. Ist ja kein Problem, ist ja kein Fehler, wenn man ins Rot greift. Wie gesagt, es ist ja ein wunderschöner Herbst. Das soll ja auch herbstlich werden. Und wie gesagt, das ist ja Geschmackssache, das ist ja kein Fehler, wenn da jetzt dann wirklich Bäume stehen mit vielen roten Laub. Und wie gesagt, das ist ja an- oder rausgehen kann. So, Blätter genug. Pinsel auf der Seite, großer Hintergrundpinsel. Mit großen Hintergrundpinsel beginne jetzt die Unterseite ein bisschen zu gestalten. Das heißt, ich muss die Bäume ein bisschen zudecken und vor dem Wald ist ja immer ein bisschen ein hohes Gras und da ist ja nicht alles gemäht und so glatt, wie es bei uns ist, sondern wir gehen einfach her und beginnen wir mit Grün, sagen wir ein bisschen Grün oder mit Gelb, nehmen wir Gelb, bisschen Gelb, rausziehen, wichtig, rausziehen die Farbe und zurückschieben. Wieder schön zurückschieben die Farbe, einmal links, einmal rechts und dann beginne ich leicht stupfend, ja, also nur einmal das Gelb anzuschauen und punktierend. Gehe da einmal durch und gebe einmal so ein bisschen Farbe. Das heißt, ich trage mir mal ein bisschen Farbe auf. Dann drehe ich den Pinsel um, setze den Pinsel gerade auf das Bild und knicke den Pinsel nach oben. Und dann wieder schön durchgehen. Ja, ein bisschen dunkel mitnehmen, ein bisschen hell mitnehmen. Und dann beginne ich da die Farbe zu verteilen. Und dann nehme ich mal, wie gesagt, ein bisschen dunkel, ein bisschen hell mit. Und mache schon meine erste Wiese, Gras. Wichtig dabei, wirklich immer aufsetzen, nach oben biegen. Da nicht viel Angst haben, sondern wirklich schön arbeiten und einfach den Pinsel benutzen. Nehmen wir ein bisschen Grün dazu, wieder dasselbe rausziehen, ein bisschen zurückschieben. Da werden wir ein bisschen saftiger mit dem Grün. Ab und zu. Das Schöne ist, wir haben ja schon schöne Untergrundfarbe. Da zum Beispiel. Die zwei Bäume, die müssen wir ein bisschen verstecken, ein bisschen zudecken. Setzen wir schönes Gras her. Da werden wir ein bisschen Gras hersetzen. Ein bisschen saftigeres. Ab und zu kann ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Braun dazugeben. Da ist es ein bisschen finsterer. Da ist meine Wiese ein bisschen bräunlicher. Wichtig, immer wieder fest biegen, fest drücken. Wirklich schön die Wiese gestalten. Kann nichts passieren, sollte was zu finster werden, ja, dann geben wir ein bisschen eine hellere Farbe wieder drüber. Ja. Aufpassen nur, den drüber geben, dass nicht zu viel wird. Wieder beim Tanzen. Gut, Pinsel auf die Seite. Jetzt brauchen wir unser Malmesser. Mit dem Malmesser, da muss ich mal das schmutzige Weiß putze mal ein bisschen auf die Seite. Jetzt gehen wir da rüber, da ist ein Haar drin, das brauchen wir gar nicht.
So, das ist dann auf die Seite. Das schmeiße ich nicht weg, weil das können wir vielleicht noch brauchen. Und dann beginnen wir einfach. Fest mit der Spachtel drücken, flach ausziehen. Wichtig, ganz flach. Spachtel gerade in die Farbe stellen, wegkratzen. Und dann haben wir eine schöne Rolle auf unserer Spachtel. Und da beginnen wir, rechte Seite, beginnen wir die ersten Bäume, die schon sehr nahe sind. Und dann würde ich sagen, da steht einer, da werden wir ihn herstellen. Aufsetzen die Spachtel, leicht nach links. Aufsetzen nach links, aufsetzen nach links, aufsetzen nach links. Frische Farbe. Und dann gehen wir einmal durch. Unten ein bisschen stärker, dicker. Oben natürlich jetzt immer dünner. Ja. Wieder abwischen die Spachtel. Braune Farbe quetschen, ein bisschen Van Dyck-Braun aufnehmen. Vielleicht sogar ein Touch Schwarz dazu. Also Schwarz und Van Dyck-Braun wegziehen. Kleine Rolle, Spachtel umdrehen. Andere Seite aufsetzen und dasselbe machen wir jetzt von links nach rechts und geben die dunkle Farbe auf die linke und auf der rechten haben wir die hellere. Einmal durch, ziehen wir darauf, abwischen die Spachtel und gleich gestalten wir gleich den nächsten, der steht ein bisschen da auf der Seite. Nein, machen wir da die kleinen. Da möchte ich ein, zwei herstellen. Aufsetzen, wegwischen, aufsetzen, wegwischen, aufsetzen, wegwischen. Einmal mit der Spachtel durch, linke Seite abwischen, rechte Van Dyck Braun mit ein bisschen Schwarz, Spachtel umdrehen und dann gestalten wir da die schwarze Seite. Ein bisschen, bisschen, bisschen. Rechts. Und dann machen wir gleich weiter in dieser Art. Das heißt, da haben wir jetzt, ja, da stellen wir den her. So, den nächsten. Auf der Seite. Einen schönen, dicken, großen Baum. Der ist schon so nahe bei uns, dass er wirklich schon breit und dick ist. Wichtig, auflegen und in der U-Form ziehe ich die Farbe nach links. Keine Angst, kann nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, dass der Baum größer wird. Aber das ist uns ja nicht so tragisch. Dann haben wir einen größeren Baum. Abwischen die Spachtel. Dunkelbraun und dasselbe noch einmal. Gegengleich, das heißt von links nach rechts, ziehen wir mit dunkel einmal durch. Wieder so ein bisschen in der U-Form, gehen wir einmal drüber. Sollte bei den Bäumen irgendwas nicht so hundertprozentig sein oder ab und zu vielleicht zu wenig Farbe auf der Seite, da kommen dann die Äste auch noch dazu, da kann man das wieder korrigieren, das ist noch nicht so schlimm. Abwischen, Schlepper, schwarze Farbe, Malmittel, sehr, sehr dünn, schwarze Farbe. Und jetzt gestalten wir die Bäume fertig. Das heißt, als erstes einmal ganz wichtig, natürlich die Spitzen fertig zu gestalten, die Kronen.